So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Im letzten Part sind wir in die Vergangenheit gereist mit Hilfe von Tom Riddles Tagebuch. Dort haben wir erfahren, dass Hagrid seine Macht oder seinen Platz in Hogwarts verloren hat und nicht mehr zaubern darf, weil er eine gefährliche Spinne besaß und die Spinne ist geflüchtet und wir sollten diesen kleinen Spinnen jetzt hier flüchten. Ich denke, vielleicht bekommen wir ein paar Antworten, wer so böse war und die Kammer des Schreckens hier öffnete. Oder was es mit der Kammer des Schreckens überhaupt auf sich hat. Ich kann euch schon mal spoilern, Hagrid hat die Kammer des Schreckens nicht geöffnet. Ich denke, das konntet ihr euch denken. Aber falls ihr es euch nicht denken konntet, dann wisst ihr es jetzt. Und Tom Riddle, ich habe schon angedeutet, eventuell ist Tom Riddle ein gewisser Antagonist. Sagen wir es mal so, ne? Und dem wir jetzt nicht erwartet hätten, dass er einmal dieser Typ wird. Aber wie gesagt, sein vollständiger Name müsste Tom Warlost Riddle sein. Und wer Anagramme bilden kann, der weiß ganz genau, wer das sein könnte. Würde ich mal so behaupten. Würde ich jetzt einfach mal so voraussetzen. Aber wir folgen jetzt den Spinnen. Ich glaube, es geht zurück oder abermals in den verbotenen Wald, wo wir auch ein Einhorn und das erste Mal so eine Reinkarnation von Lord Voldemort trafen. Und jetzt, alle Arachnophoben würde ich diesen Part nicht empfehlen. Ah, nee, es geht erstmal zu Hagrid. Erstmal Hagrid. Hagrid darf uns erstmal aufklären, wie es hiermit auf sich hat. Mit seinen ollen Spinnchen. Oder mit seiner großen Spinne schon fast gesagt. Oh, kommt rein. Niemand darf euch sehen. Und Hagrid ist ein bisschen nervös, ist er schon. Ein ganz kleines bisschen nervös, würde ich sagen. Vor wem hast du Angst, Hagrid? Hm? Lüchtet, liebe Kinders. Lüchtet. Aber vergesst eure Kekse nicht. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt kommt. Achso, Dumbledore und... War das der Minister oder so? Kann es sein? Naja, auf Hagrid ist ein Fahndungsplakat ausgeschrieben, weil die Spinnchen wieder da sind. Und Lucius Malfoy ist nicht ganz unbeteiligt daran. Der Sack. Der wird Dumbledore verhaften. Obwohl er daran schuld ist, dass die Kammer des Schreckens geöffnet ist. Ich weiß nicht, ob man das im Lego-Spiel so gut gesehen hat. Doch, man hat das sehr gut gesehen, dass Hagini das Tagebuch von Tom Riddle untergejubelt hat. Das hat man schon gesehen. Er ist nicht ganz unbeteiligt an der Öffnung der Kammer des Schreckens. Und wir folgen jetzt den Spinnen. Wie gesagt, alle Arachnophoben, diesen Part nicht schauen. Denn es wird sehr, sehr, sehr spinnenlastig. Und ich habe dieses Level auch relativ... Ja, fast schon schwer in Erinnerung, wenn mich nicht alles täuscht, aber werden wir sehen. Wir werden sehen, wie wir damit zurechtkommen. Warte mal. Höhere Kanten springen, okay. Nee, das, hä? War jetzt nicht Y. Achso, aha. Ach, so ist das gedacht. So ist das gedacht. Ich hoffe, der Rest kommt hinterher. Auf irgendeine Art und Weise. Oder muss ich den Weg basteln? Wahrscheinlich muss ich den Weg basteln. Wahrscheinlich ist es aber mal. Bin es aber mal ich, der hier einen Weg basteln muss. Für alle Beteiligten. Ich weiß zwar noch nicht wie. Kann der Hund das auch? Der Hund kann das doch nicht, oder? Vielleicht doch erstmal hier hin. Können wir hier irgendwas Tolles machen? Nee, ne? Können wir hier irgendwas Tolles machen? Er scheint mir nicht so. Aber kann Wuffy hier auch irgendwie rauf? Weil Hundi muss ja hier rauf, fast schon. Würde ich ja mal fast behaupten. Aber wie? Aber Hundi kann nicht drauf. Okay. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben ein Problem. Oder ich weiß gerade nicht weiter. Aber ich weiß gerade nicht weiter. Aber wir finden es heraus. Keine Sorge. Keine Banne. Keine Panik auf Titanic. Es kann ja nur was hiermit zu tun haben. Es kann ja nur was hiermit zu tun haben. Was anderes wäre ja schwachsinnig. Folgen einfach mal den Spinnen weiter. Vielleicht kommen die anderen ja noch hinterher. Vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich mir einfach auch das Leben zu schwer und hier ist irgendwie ganz simpel irgendwas versteckt. Was ich jetzt noch nicht sehe. Ach, guck mal da. Guck mal da, da ist doch was. Mach doch mal die Augen auf, Lasti. Mach doch mal die Augen auf. Dann findest du diese Wolke.
und kannst dir irgendwas wachsen lassen, ganz bestimmt. Ganz wichtiges. Diese Blumen zum Beispiel. Die da vielleicht irgendwas freigeben? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht, meine Lieben. Aber bei dem Level dachte ich mir schon, dass ich ein bisschen hängen werde, weil das Level habe ich auch als, na, ich will jetzt nicht sagen schwer in Erinnerung, aber schon als relativ umfangreich irgendwie, habe ich das Level in Erinnerung. Ah, guck mal, kicke mal da und dann finden wir es auch, ne? Und dann finden wir es auch. Kann mich auch täuschen, das Level ist super kurz, insgeheim. Und ich mache mir das Level immer schwerer, als es ist. Aber das Gute ist, hier kann man nicht sofort Sachen einsammeln, weil die häufig so ein bisschen versteckt sind tatsächlich. Also durch mehrere Begrenzungen, sagen wir mal so. Von daher sammelt man hier nicht so schnell aus Versehen Sachen ein, die man nicht gerade haben will. Vieles ist halt hier echt versteckt so und so durch mehrere Sachen verschlüsselt. Zum Beispiel hier jetzt durch die Pilze. Wo man ja auch mehrere von aktivieren soll. So, hier haben wir zwei Besen. Schauen wir mal, was die können. Also außer uns fliegen lassen. Wie kriegen wir das Hündchen jetzt rüber, ist die große Frage, ne? Über den großen See. Hündchen kann nicht schwimmen. Aber wir müssen uns was... Ach doch, Hündchen kann schwimmen. Oh. Ich habe nichts gesagt. Dann ist ja alles paletti, ne? Dann ist ja alles klar wie Kloßbrühe. Wenn Hündchen schwimmen kann, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Wir müssen nur einen Steg basteln, damit er hoch kann. Was mit One ist, weiß ich nicht. Aber der wird schon hinterherkommen, früher oder später, hoffe ich. Vermutlich ist er gerade irgendwo festgebackt und ich brauche ihn am Ende einfach. Und dann werde ich mich darüber ärgern. Man kennt's, ne? Man kennt's. Immer wenn man so jemanden braucht, dann ist er einfach verschwunden und verpackt. Man kennt es halt einfach. Und man kennt es auch nicht anders. Okay, die kleinen Wichte, sie geben uns den Weg frei. Du was auch immer. Wird schon richtig sein. Einfach mal da hochklettern. Das wird schon richtig sein. Ist ja auch unsere einzige Option gerade. Muss ich ja fast sagen. Den will ich nicht haben. Übrigens. Ich wollte jetzt niemanden einsammeln hier. Ich wäre fast reingerannt, aber es ist kaum sage ich es noch. Es ist ja alles relativ geschützt und man kommt an nichts so einfach ran. Und dann ist einfach mal mitten auf dem Weg irgendwas, wo man doch ganz leicht hätte rankommen können. Ne? Es ist doch immer so. Ist doch immer so. Wenn man es erwähnt, ne, dann ist es fast in der Nähe. Aber bisher habe ich noch nichts eingesammelt, was ich nicht einsammeln wollte. Und das ist auch gut so. Denn ihr wisst, da bin ich eigen. Da bin ich eigen, was die Lego-Spiele angeht. Wenn ich das nicht direkt richtig mache. Das war ein Teil der Peitschen im Weide, nehme ich an. Also Ron hat sich, glaube ich, echt festgebackt. Naja, ich hoffe mal, wir brauchen ihn nicht so schnell wieder. Ich denke aber auch nicht. Oder er wird eh im nächsten Screen wieder dazukommen. Genau, sagen wir es so. Ist jetzt schon der Bossfight hier dran? Kann das sein? Ja, er dürfte es sein. Hallo Aragog. Hündchen haut ab. Und One auch. Scheiße war's. Ne, kannst du nicht. Na gut, dann nicht. Oder weiß es nicht, besser gesagt. Und One ist doch nicht so ein Feigling, wie man anfangs dachte. One hilft stattdessen, ihn mit Steinen zu bewerfen. Ob das besser ist, weiß ich auch noch nicht. Ah, das war so ein Bosskampf, bei dem ich immer nicht weiß, wie der am Anfang funktioniert. Das war so ein ganz schrecklicher Bosskampf. Ich weiß nicht, dass man nicht wieder am Anfang funktionieren soll. Aber wir finden es heraus. Oh. Wir haben einen Schüler in Gefahr befreit. Hupsala. Gut, der war auch sehr eindeutig auf dem Weg. Wir werden, ich werde ihn dann reinschneiden, wenn es dann soweit ist, dass ich die 100% mache. Da weiß ich, dass ich einen Schüler in Gefahr hier gerettet habe. Und den werde ich dann einfach reinschneiden. Ich denke, das passt schon. Ist dann halt so. Ist halt doof gelaufen. Wollte ich eigentlich nicht so haben. Aber halt so wild. Ist jetzt nun mal passiert. Aber der war ja auch ein bisschen. Der war ja auch ein bisschen sehr auf dem Weg, ne? Also, den hätte man auch ein bisschen besser verstecken können.
den guten Schülern Gefahr hier. Naja, egal. Egal. Na, der Bosskampf ist gar nicht so schwer, wie ich ihn in Erinnerung hatte, aber ist doch ganz nett. Ich glaube, wir haben auch gleich noch eine Flucht mit dem Auto, ne? Könnte es sein? Mit dem blauen Gefährt? Naja, weil die Spinnen, die wollen uns natürlich an den Kragen. So, auch kein Kra. Aber aus dem Nichts kommt, glaube ich, gleich irgendwie das Auto geflogen. Vermutlich hat die Peitsche eine Weile das einfach angespült, indem es ja zuletzt stecken geblieben ist. Oder ist einfach von selbst gefahren. Oh, Motorrad gibt es auch noch dazu. Hier ist jetzt natürlich die Sache, hier könnte man auch was einsammeln, aber wenn es so ist, in dem Level habe ich jetzt eh schon was eingesammelt, dann ist es halt so. Man konnte doch flüchten, glaube ich, ne? Das, ja, die Flucht gehört dann mit dazu zum Level, ja. Ich wusste es irgendwie noch. Irgendwie sowas hatte ich noch im Kopf. Ja, ich werde jetzt ein bisschen an der Seite lang fahren. Muss hier irgendwas zusammenhauen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber wir passen einfach auf. Wir passen einfach bestens auf, würde ich sagen. Dass wir jetzt nichts weiteres versehentlich einsammeln. Wenn wir das absichtlich einsammeln, dann ist es halt so, ne? Ich möchte auch eigentlich nicht die ganzen Stats einsammeln, weil wahrer Zauberer wollen wir eigentlich auch nicht werden, so früh und schnell. Aber selbst wenn das passiert, ist dann halt auch so. Ist dann halt einfach so, ne? Nehmen wir dann halt so hin. Und akzeptieren wir dann. Aber ich finde das schön, dass man nochmal so eine kleine Fluchtszene hat, weil das ist in Lego Harry Potter ja gar nicht so häufig, so dass man sowas hat. Warum fährt man in Harry Potter schon mal großartig mit Autos? Wobei dieses Auto auch ein bisschen die Magie rausnimmt, oder? Ich finde so halt dieses mythische, fast schon altertümliche und dann hast du hier so ein Auto. Ich weiß ja nicht. Ist zwar eine nette Idee, aber es passt halt einfach nicht so richtig ins Gesamtgeschehen so rein. Wisst ihr, was ich meine? Naja, egal. Aber wir haben es geschafft. Wir sind vor den Spinnen geflüchtet und wissen, dass Kankra mit all dem nichts zu tun hat und Hagrid somit unschuldig ist. Hallo, Pumpkin Boy. Ach ja. Aber Hermine ist immer noch versteinert und sieht wunderschön aus. Wunderschön. Aber Hermine, wenn nicht Hermine, hätte sie uns nicht noch einen Hinweis gegeben und uns einfach mal den Basilisk geöffnet oder gezeigt. Bin das Level abgeschlossen, das freie Spiel freigeschaltet. Ganz aus versehentlich den Schülern Gefahr gerettet. Aber egal. Aber egal, ist nun mal so. Satz gesamt, bla bla bla. Ja, Schülern Gefahr. Haben wir wie gesagt aus Versehen gesammelt. Damit gibt es auch einen goldenen Stein. Den zeige ich euch dann aber nochmal in den Komplett-Parts. Aber wir setzen jetzt erstmal die Geschichte vor, beziehungsweise im nächsten Part dann. Um Ben wahrscheinlich die Kammer des Schreckens, würde ich behaupten, ne? Aber erstmal noch eine kleine Zwischensequenz. Ach, Lockhart. Lockhart, das sind Sie. Sie sind verschandelt. Und da ist der Weg zur Kammer des Schreckens. Die Kammer des Schreckens ist geöffnet. Und wir werden sie im nächsten Part suchen. Ist wagemutig, aber Hogwarts kriegt 100 Punkte dafür. Also dann, hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es ist, gebt nämlich nach oben, schreibt gerne einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye bye.